Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Heart Gold und wir sind kurz vor dem Knofenserturm bzw. haben ihn soeben betreten, edel. Ich habe ein paar kleine Änderungen gemacht und zwar kann ich euch die ganz kurz zeigen hier. Ich habe offscreen noch schnell ein Felino gefangen auf Route 32 und den Tilo. Was es mit dem Namen auf sich hat, werdet ihr irgendwann in ferner Zukunft mal erfahren. Eigentlich habe ich einen Voltilam gesucht, natürlich für Falk, unseren nächsten Arenaleiter, aber das scheint es nachts irgendwie auf Route 32 leider nicht zu geben, deswegen muss ich ja noch ein bisschen warten. Und ihr habt ja noch gesehen, wie ich einen Knofenser gefangen habe, das habe ich natürlich, nachdem ich eins Level 6 hatte, direkt wieder freigelassen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier in dieser Folge kommen. Ich meine, was heißt wie weit? Natürlich ist es das Ziel, dass wir hier durch diesen Knofenserturm auf jeden Fall durchkommen. Hallo. So sehr wir hier auch wüten, der Turm steht felsenfest. Okay. Da bin ich ja beruhigt. Eine Herausforderung von Weiser. Eckart, die Russen sind da. Dandy, gib alles. Wir probieren es einfach mit der guten Raserei. Dann die hat dabei auch noch kurz Level 11 erreicht. Das bockt sich natürlich ganz besonders. Und was ich in der letzten Folge noch vergessen hatte zu sagen, in den bisherigen Generationen oder in Generation 2 war es so, dass wenn man Raserei, wie gesagt, eingesetzt hat, A, nur ein AP, das heißt die Attacke wurde einfach kontinuierlich weiter eingesetzt, bis das Pokémon K.O. gegangen ist. Und der Unterschied jetzt ist, also nach jeder Runde wurde dann auch der Angriffswert gesteigert. Und das ist jetzt hier nicht mehr so, deswegen, es steht da ja ganz offensichtlich nicht, aber es gibt, wie ihr sehen könnt, quasi einen angriffsinternen Wert, also einen Raserei-Angriffswert, der steigt mit jedem Mal, wenn man Raserei einsetzt. Natürlich auch nur bis zu maximal 6 Mal, aber es steht da halt nicht, man muss es einfach wissen. Das heißt, hat er noch eins? Jawohl, er hat noch einen Knofenser. Und jetzt probieren wir es einfach mal mit ein bisschen Glück. Dürfte nämlich die Raserei jetzt reichen, um dieses Knofenser hier auszuschalten. Jawohl. Dementsprechend ist Raserei auch schon in der zweiten Generation einfach eine super Attacke gewesen für Speedrunner. Wenn ihr mal irgendwann einen Pokémon Crystal oder Gold Speedrun gesehen habt, Kanimani und dann in Level 8 lernt er Raserei. Und ja, super sinnvoll auf jeden Fall. Jetzt muss ich allerdings ganz schnell, nachdem ich so ein bisschen arrogant gehandelt habe, natürlich mal direkt zum nächsten Trank greifen. Für Dundee und dann, tja, Hoothoot kann leider noch, irgendwie kann noch keines unserer Pokémon Flugattacken, von daher lohnt es sich jetzt auch nicht, Hoothoot quasi an erster Stelle zu setzen. Hier gibt es ein Paraheiler, okay. Ich glaube nicht, dass uns jetzt hier so großartig, oh, wir können die sogar hier drin benutzen, das wusste ich nicht. Hallo. Wir überwachen diesen Turm, um den Pokémon auf diese Weise unseren Dank auszudrücken und damit wir nie vergessen, was wir ihnen verdanken. Hä? Okay. Um ihnen unseren Dank auszudrücken und damit wir nie vergessen, was wir ihnen verdanken. Tag, Helmut. So. Jetzt haben wir natürlich diesen tollen Raserei-Zähler wieder zurückgesetzt. Deswegen baue ich jetzt hier einfach mal auf Kratzer. Reicht aber in Level 11 zum Glück auch schon. Oh, ah, noch ein Knofenser. Nee, möchte ich nicht wechseln. Weil Level 12... Ist Level 12 schon die nächste Attacke? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich weiß, dass ich ein paar Level, zum Beispiel die der Pokémon der Arenaleiter, in Heart Gold auch geändert haben. Vorher hatte Volk ein Tauboga in Level 9 und ein Taubsi in Level 6 oder 7. Und jetzt ist es ein Taubsi in Level 9 und ein Tauboga in Level 13. Von daher macht es durchaus Sinn, hier mal ein bisschen vorneweg zu trainieren. Und wir nehmen doch mal direkt hier unseren Dali. Gönn dem auch nochmal ein paar KP oder EP besser gesagt. Jetzt muss ich mich schon wieder umgewöhnen. Es waren Attack Points, das ist das gleiche, AP. Aber es sind halt jetzt wieder KP statt HP. K
Kraftpunkte statt Health Points. Und es sind wieder Erfahrungspunkte EP statt einfach nur Experience. Ruckzuckieb und weg mit dir. Jawohl. Und da ist Helmut auch down. 144 Poké-Dollar und ein Rest wie immer nach Hause. Nicht das B drücken vergessen, Jens. So, oh, da oben liegt was. Das nehmen wir mit. X-Treffer. Mit denen habe ich es auch ehrlich gesagt noch nie so gehabt. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich habe ich einfach zu selten bisher Competitive gespielt. What? Wow. Gut, dass ich vorher noch mal ein paar Pokébälle geholt habe, weil das wusste ich nicht, dass man hier Nebulak fangen kann. Na toll. Klar, Moment, wenn ich jetzt Nebulak One hätte. Nicht so unwahrscheinlich mit einer Aquaknarre. Oh, ich wollte eigentlich B drücken, aber egal. Hypnose, ja, danke. Danke dafür. Ich habe natürlich keinen Aufwecker mit. Egal. Was kann es denn noch so? Müssen wir uns mal ein bisschen aussetzen hier. Wir müssen leider warten, bis er da wach wird, weil ansonsten kann ich gleich nicht vernünftig weiterkämpfen. Und bitte überleb die Aquaknarre, dann fange ich dich. Bitte, 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 bitte. Jawohl, sehr gut. Groll. Was war das? Ah ne, Fluch. Hätte ich ihn jetzt umgebracht, ne? Jo, um 4. Geht's noch bei dir? Oh. Egal, wir haben ja 15 Pokéball. Ich habe übrigens einen Premierball im Supermarkt gekriegt. Ich weiß nicht genau wofür. Einfach so eine super Sonderaktion wahrscheinlich, ne? Kauf 3, nimm 2 oder so. Sauer, Nebula gefangen. Ja, das ging ja fix. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Spiel ein Geist-Pokémon gefangen. Das wusste ich jetzt nicht. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst Knofensaturm. Egal, nehmen wir natürlich mit den Rick Gastly. Rick Gastly, ja, dem wollen wir natürlich einen Spitznamen geben. Und weil er eben Rick Gastly ist, nennen wir ihn jetzt auch Rick. Rick. Okay, Box 1, ja, ich weiß, wir haben schon 6 mit, macht jetzt nichts. Oh, der hat uns aber schnell gesehen. Hallo. Zittere wie Laub im Wind. Ja. Also ich zitter nicht, mir ist auch nicht irgendwie kalt oder so, es ist wahrscheinlich immer noch 25 Grad hier drin. Und das um mittlerweile 20 nach 1. Hallo Knofensa. Kratzer und ab dafür. Gengar wäre natürlich auch nicht schlecht, aber dafür müsste man wieder tauschen, ne? Muss ich mich wahrscheinlich mit Apollo zufrieden geben. Ja, ich möchte wechseln. Und hol wieder unseren Dali raus hier zum Trainieren. Und der Ludger schickt sein nächstes Knofensa in den Kampf. Also ihr merkt schon, Leute, es hat sich nicht wirklich viel zu Pokémon Gelb geändert, für die, die Pokémon Gelb das Let's Play gesehen haben. Ansonsten macht es auf jeden Fall irgendwann mal, bei Gelegenheit ist ja schon lange, lange vorbei. Aber ich renne immer noch mehr oder weniger planlos durch die Gegend. Tue in manchen Situationen so, als hätte ich den übelsten Plan und mache dann doch 2 Minuten später wieder irgendeine Aktion, wo man sich so denkt, Aber Dali Dali hat Level 6 erreicht. Nein, ich möchte nicht wechseln. Hallo Knofensa. Knampf wollte ich schon sagen. Kampf und Ruckzuckieb. Ruckizucki, zack, zack, ZZ, ziemlich zügig. Und Dali Dali. Ach ne, ruckzuck, ratzfatz, Dali Dali, ne? Ne, ruckzuck, Dali Dali, ratzfatz oder irgendwie so. Oder. Keine Ahnung. Wundert euch nicht, Leute, es ist spät. Also, müsst mir da verzeihen. So. Treppe hoch. Ei, da geht's ja schon los hier. Und noch einen Trank gefunden. Brauchen wir den? Jetzt habe ich noch nicht aufgepasst. Nö, dann die geht's ja noch bestens. Achso, Dali Dali nicht so wirklich, aber ist nicht schlimm. Wir haben noch ein paar andere Pokémon zum Einwechseln. Schon wieder ein wildes Pokémon. Noch ein Nebulak. Tatsache. Level 3. Ja, macht nichts. Wir haben schon Level 5 gefangen. Haben wir wahrscheinlich noch Glück gehabt, weil über Level 5 wird es dann wahrscheinlich auch nicht geben.
Die EP nehmen wir natürlich noch ganz schnell mit einer Aquaknarre hier. Das dürfte ja wohl reichen. Jawohl. Und auf geht's. Drei haben wir noch vor uns in diesem tollen Turm hier. Oh, jetzt habe ich den Text nicht vorgelesen. Ach, Jens. Konzentrier dich doch mal. Detlef, die Soest. Ob Knuffenser auch bei ihm tanzen gelernt hat. Knuffenser, oh, Level 6 ist ganz schnell mal ein anderes Kaliber hier. Wir bauen auf Kratzer. Den Rankenhieb, da kommen wir noch so gerade eben mit klar. Zack. 108 Erfahrungspunkte, sehr schön. Ach, das war der Einzige. Trocken. Na gut, dann weiter nach oben. Diese TM, die mir der Weiseste anvertraut hat, bringt Licht selbst in die tiefste Dunkelheit. Das ist übrigens auch eine super Idee. Muss die erstmal selber nachlesen oder also mich da quasi versichern, dass das auch stimmt, was ich da gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es mit dieser Generation angefangen hat, aber wir bekommen ja hier gleich für die Dunkelhöhle und so weiter TM 70. Oh, da hat er den Crit gekriegt. Das war natürlich ziemlich bitter. Egal, wir killen trotzdem. Und TM 70, genau, ist Blitz. Das heißt, Blitz ist mittlerweile nicht mehr VM Nummer 05. Sondern eben eine TM, das heißt, man kann diese totale Schwachsinnsattacke den armen Pokémon, die sie erlernt haben, auch wieder verlernen. Das ist natürlich super. Eine Attacke vergessen für Biss, ja klar. Und zwar, Silberblick kann man immer mal gebrauchen. Hätte ich gerne Kratzer verlernt, genau. Kratzer, Stärke 40, jawohl. Dafür lernen wir nämlich jetzt Biss, Stärke 60. Und Dark-Type, sehr gut. Falls da mal so ein paar Pokémon des Typs Psycho um die Ecke kommen, sind wir also schon mal gewappnet. Später lernen wir sogar noch Knirscher und Schlitzer und so weiter. Also super Physical Attacker, wie man so schön sagt. Ich benutze mal ganz schnell den nächsten Trank hier. Für unseren Dundee. Mein Gott, der braucht ja schon bald zwei. Nicht schlecht. Training läuft bei uns. Hallo. Wer steht denn da oben? Lass mich sehen, wie stark dein Glaube an deinem Pokémon, an deine Pokémon ist. Aha. Ja, kannst du gerne sehen. Überhaupt kein Thema. Das sah da oben doch gerade aus wie unser Cthulhu, den ich übrigens, oh, sorry, das habe ich in der letzten Folge gar nicht gesagt, falsch geschrieben habe. Ich wollte deswegen jetzt nicht das ganze Let's Play nochmal neu anfangen. Tatsächlich ist es aber so, dass man den Cthulhu vor dem Herrn mit L-H-U am Ende schreibt. Cthulhu. Hab ich leider ein bisschen gepennt, aber macht nichts. Können wir ja auf, was weiß ich, Trademark schieben, Copyright. Ja. Wir haben ihn mit Doppel-L geschrieben. Macht nichts. War auf jeden Fall ein Witz wert. So oft sehen wir den Kollegen in Orbit nicht. Hallo, Hutut. Nee, da möchte ich gerne weiterkämpfen. Weil gegen das Hutut dürften so viele andere in meiner Party keine Schnitte haben, außer vielleicht Dalli Dalli. Bis zum Abendrot. Nicht, dass ich den Film gesehen hätte. Versteht mich ja nicht falsch, Leute. Zack. Und da ist der Ingolf auch besiegt. Läuft. So, jetzt gucken wir mal, wer hier oben rumsteht. Aha. Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart würde ich dir nun diese Themen überreichen. Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Cthulhu. Erst erzählte mir groß, er sei der Weiseste von allen, weißt du? Und dann macht er sofort schlapp. Das war mir von vornherein klar, ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man soll seine Pokémon gut behandeln. Pff, für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich einen feuchten Kehricht. Und da verwendet er das Fluchtseil. Schade. Ich dachte eigentlich, wir könnten jetzt gegen ihn kämpfen, aber können wir nicht. Ach man, ich wollte nur eben kurz da oben das Item haben. Hallo Nebulak in Level 3.
Na komm, kümmern wir uns um dich auch noch. Dann die mach fertig. Bis und ab dafür. Ist ja ab jetzt auch noch sehr effektiv. So. Und wir haben auch ein Flugzeug gefunden, das wir mit Sicherheit auch gleich verwenden werden, wenn wir hier fertig sind. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Klofensa-Turm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Darfst du lieben gerne machen. Habe ich überhaupt nichts drauf gegen. Marek. Oh, Marek. Eieiei. Das erinnert mich mal so ein bisschen an, was war das? Ich glaube Staffel 4 von Yu-Gi-Oh! Der alte Marek. Wir packen natürlich wieder den Biss aus. Ah, sahnemäßig. Und erreichen Level 14. Läuft bei uns. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wir wechseln jetzt mal auf Dali Dali hier. Felino natürlich mit seinem Wasserbodentyp, eventuell sogar für später auch nochmal irgendwann interessant. Resistenz gegen Elektroattacken als Wasser-Pokémon immer ganz nice to have, aber natürlich in der nächsten Arena dann doch eher an falscher Stelle. Wachstum, hey, okay, Spezialangriff von Knuffenser steigt. Dann schieben wir noch einen Zugkeep hinterher. Kriegen wir den allein down oder sind wir jetzt down? Ich hoffe mal, wir überleben das. Nice. Schade, wir kriegen ihn nicht alleine hin. Ich möchte jetzt nicht einen Drang verwenden, das ist jetzt irgendwie Zeitverschwendung. Deswegen... Ja, Hut, Hut wird da auch keine Chance gegen haben. Muss ich leider wieder auf... dann die zurückgreifen hier. Rankenhieb. Sehr effektiv. Macht nichts, denn mit diesem Biss bist du down. Nice. Und Dali erreicht Level 7. Hey. Energiefokus, okay. Möchtest du das Pokémon wechseln, wenn als nächstes ein Huthut kommt? Ja klar, möchte ich. Und zwar möchte ich zu meinem Huthut wechseln. Einfach weil ich es kann und weil das wahrscheinlich schon für Level 4 reichen wird. Und dann werde ich gleich, wie gesagt, noch offscreen ein bisschen weiter trainieren nach dieser Folge. Bevor wir dann in der nächsten Folge uns an... Nein, stopp. Das bringt nichts bei Level 10. Uns an... was wollte ich sagen? Ja, an Falk natürlich. Also der ersten Arena hier in Viola City versuchen. Dann die. Oh, Schnabel. Gut, wir probieren mal, wie weit kommen wir denn mit einem Biss? Das reicht vollkommen. Okay. Den tanken wir locker. Und mit diesem Biss ist der Kampf dann auch vorbei. Astrein. Huthut erreicht Level 4. Guck, alles nach Plan. 1200 Pokédollar und noch ein Anteil wurden nach Hause geschickt. Frag mich übrigens bitte nicht, wie groß dieser Anteil ist. Dein Kampfstil lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist eine TM namens Blitz. Sie gehört dir. Cool. So. Yeah. Was das Ding kann, wissen wir. Und damit sage ich schon wieder, danke fürs Zusehen. Liebe Leute, die Folge war hoffentlich dann doch ein bisschen kürzer. Die letzte war okay. Also ich möchte mich so zwischen 20 bis 25 Minuten eigentlich einpendeln. Da war die erste ja doch deutlich over the top. Das Übliche, ne? Die Infokarte oben rechts für die letzte oder die nächste Folge, in der wir uns dann mit Arenaleiter Falk auseinandersetzen wollen. In der letzten haben wir einen ziemlich beschwerlichen Weg hier gehabt, bis hin nach Viola City mit einer Plage von Huthuts. Daumen nach oben, wenn euch das Let's Play gefällt. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold. Tschüss!